Weiter Himmel, flaches Land und sehen, wohin man auch blickt. Das ist das Land des Königs der Lüfte. Hier in Ungarn, im Gebiet des Kleinplattensees, lebt der größte und stärkste Greifvogel Europas, der Seeadler. Als König hat man es in Zeiten wie diesen nicht leicht. Denn die Welt, der ein frisch geschlüpftes Seeadlerküken entgegenblickt, ist so unsicher wie nie zuvor. Europa ist eng geworden und voller ungewöhnlicher Herausforderungen. Den ungarischen Plattensee kennen die meisten Menschen als Ferienregion und als Erholungsgebiet. Nur wenige Kilometer von den Hotelzentren entfernt befindet sich ein riesiges Naturschutzgebiet. Hier finden die Seeadler alles, was sie zum Leben benötigen. Ausgedehnte, gut einsehbare Wasserflächen mit vielen Vögeln und Fischen, die ihnen als Nahrung dienen, und einige hohe, kräftige Bäume, auf denen sie ihre Horste bauen. Schon nach wenigen Wochen tragen die jungen Seeadler ein dichtes, dunkles Federkleid. Und nur die letzten, wie Schmucksterne aussehenden weißen Daunenfedern erinnern noch an jenen Tag, als sie aus dem Ei geschlüpft sind. Dann geraten die Nestlinge zum ersten Mal in ihrem Leben in den Einflussbereich des Menschen. Ein Vogelkundler macht sich daran, den Baum zu erklimmen. Seine Aufgabe ist es, die jungen Seeadler zu beringen. Was bedeutet, dass die Vögel gewissermaßen als Personalausweis einen Fußring erhalten, den sie ihr ganzes Leben lang tragen werden. Sofern die Äste das Gewicht des Menschen tragen. Geschafft. Sie beschließen, den kräftigeren Jungvogel Viktor zu nennen. Den Sieger. Nun hoffen sie, dass er es schafft, sich gegen alle Widrigkeiten durchzusetzen, erwachsen zu werden und einmal selbst Junge auszubrüten. Seeadler waren in Europa vom Aussterben bedroht. Schutzbestimmungen und die Überwachung der Brutpaare haben dazu geführt, dass sie wieder zahlreicher sind. Frühling am Kleinplattensee. Kolbenenten und Blässhühner genießen die zunehmenden Temperaturen. Endlich keine Eisdecke mehr. Sie planschen und schlagen sich den Magen voll. Die Kormorane veranstalten Wasserspiele. Sie haben sich am Rand des Schilfgürtels zu einer Brutkolonie zusammengefunden. Die Nester liegen in der prallen Sonne. In den Mittagsstunden werden die Jungen von den Eltern mit einer Dusche abgekühlt. Die Nestlinge holen sich ihr Futter selbstständig aus den Kehlsäcken ihrer Eltern, hauptsächlich Fische. Die drückende Hitze hat es bereits erahnen lassen. Ein Unwetter braut sich zusammen. In der pannonischen Tiefebene kommt es gerade im Frühjahr immer wieder zu verheerenden Stürmen.
Hoch oben in ihrem Horst erleben Viktor, der junge Seeadler, und sein Geschwister ihr erstes Unwetter. Es ist vorbei. Zum Abschluss plätschert noch ein wenig der Regen. Danach zeigt sich die Sonne. Das Unwetter hat ein Opfer gefordert. Einer der jungen Seeadler wurde aus dem Nest geschleudert. Viktor ist nun allein. Die Tage vergehen ohne nennenswerte Zwischenfälle. Seit dem Unwetter sind 4 Wochen vergangen. Und aus dem kleinen Viktor ist ein stattlicher Seeadler geworden. Auf den ersten Blick nicht ohne weiteres von seinen Eltern zu unterscheiden. Je weiter der Frühling voranschreitet, umso selbstständiger werden die Jungtiere. Auch die jungen Blässhühner unterscheiden sich kaum mehr von ihren Eltern. Viktor trainiert bereits seine Flügel. Es wird langsam Zeit, den Horst zu verlassen. Was noch fehlt, ist der Mut. Seine Mutter versucht, ihn durch lautes Rufen zu überzeugen. Ein dreister Eichelhäher scheint sie zu unterstützen. Schließlich startet Viktor zu seinem ersten Flug. Alles klappt ganz wunderbar. Tief unter ihm zieht eine Graurinderherde ihres Weges. Er gewinnt allmählich an Sicherheit. Was im provisorischen Flugplan nicht vorgesehen war, ein eleganter Landeplatz. Viktor ist pragmatisch. Er landet mitten unter den Graurindern, am Boden. Nicht so, wie man es von einem würdevollen Adler erwartet. Die Graurinder kümmert das nicht. Viktor scheint ein wenig verwirrt und beschließt, es aufs Neue zu versuchen. Im Lauf der kommenden Tage wird er den Radius seiner Erkundungsflüge immer weiter ausdehnen und dabei auch seine 4-beinigen Nachbarn kennenlernen. Den Fischotter zum Beispiel. Kollege oder Beute? Viktor fliegt näher. Sein Jagdinstinkt ist geweckt. Der Fischotter ist ebenso unerfahren wie der Adler. Viktor entscheidet, ihn als Beute zu betrachten. Nur ein paar Wasserpflanzen. So einfach funktioniert die Sache nicht. Abgesehen davon, dass ein Fischotter sich heftig zu wehren wüsste. Viktor ist nach wie vor mit Landeanflügen beschäftigt. Der Sitzplatz gewährt ihm einen Blick auf eine Herde Wasserbüffel. Sie werden von Staren umschwirrt, die mit ihnen in einer Symbiose leben. Der Vorteil für die Stare: rund um die Büffel gibt es Abertausende von Insekten. Der Vorteil für die Büffel: sie werden von Plagegeistern befreit. Viktor leidet ein wenig unter der Hitze. Die Wasserbüffel sind neugierig. Seeadler und Wasserbüffel haben an und für sich nichts miteinander zu schaffen. Dann wird die Sache langweilig. Viktors Erkundungsflug führt ihn nach Süden, ins Komitat Chomoj.
Hier ist es einer ungarischen Naturschutzorganisation 1989 gelungen, mit österreichischer und Schweizer Unterstützung eine 180 Hektar große ehemalige Teichwirtschaft zu erwerben und zum Naturschutzgebiet zu erklären. Mittlerweile ist das Gebiet ein Biosphärenreservat der UNESCO. Zur gleichen Zeit, als diese Teichlandschaft zum Naturschutzgebiet wurde, entwickelte sich der Seeadlerschutz in Ungarn zu einem nationalen Anliegen. In Kürze werden für alle die Lebensbedingungen schwieriger werden. Viktor und seine Artgenossen ahnen nicht, dass sie bald vor neuen Herausforderungen stehen werden. Sie werden alles daran setzen müssen, um nicht zu verhungern und nicht zu erfrieren. Generalprobe für die kalte Wintersonne. Der Kleinplattensee zeigt zum letzten Mal im Jahr seine romantische Seite. Die Schwäne nutzen aus alter Erfahrung die Gunst der Stunde und suchen den Grund nochmals genau nach Nahrung ab. Dann ein Naturwunder. Aus dem Norden trifft eine Armee von Zehntausenden Gänsen ein. Nichts mehr kann den Winter aufhalten. Große Teile des Sees sind bereits zugefroren. Altbekannte Gesellen tauchen auf. Die verspielten Fischotter. Wo Fischotter sind, könnten auch Fische zu finden sein. Oder zumindest Reste von Fischen. Fischotter lassen oft Teile ihrer Beute einfach liegen. Viktor ist fasziniert. Futter. Diese Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Der Adler ist nicht der einzige, dem der tote Fisch aufgefallen ist. Eine Wasserralle erkundet die Situation. Sie wartet, bis Viktor den Platz verlässt. Glück für die Ralle. Ein bisschen etwas ist übrig geblieben. Aus der Ferne lugt Meister Reinecke in Richtung Buffet. Zu weit entfernt. Zahlt sich nicht aus. Nun zeigt sich die Schönheit des Naturschutzgebietes am Plattensee mehr im Detail und weniger in der Übersicht. Dafür sind manche Tiere in der weißen Szenerie einfacher zu erspähen als im Sommer. Ein alter Seeadler auf der Pirsch. Die Gänse sind vor ihm sicher. Angesichts der gefiederten Truppen geht jedem Adler der Überblick verloren.
Was nun? Eine versprengte Stockente. Der Adler zögert keine Sekunde. Er deckt die Beute mit den Schwingen ab und lässt keinen Zweifel daran, wem sie gehört. Da ist Viktor. Würde sein Artgenosse vielleicht. Aber der hält nichts vom Teilen. Viktor sucht das Weite. Wo er auch hinkommt, wird er vertrieben. Dabei scheinen sich manche Seeadler durchaus zu vertragen. Endlich hat Viktor Glück und findet einen solchen Kumpan. Wo Seeadler fressen, sind Nebelkrähen nicht weit. Sie bewegen sich auf dem glatten Parkett äußerst geschickt. Immer in Reichweite des Futters, nie in Reichweite der scharfen Adlerkrallen. Die Krähen profitieren von den Fleischresten, die die Adler zurücklassen. Egal, ob es sich dabei um Fische oder um Wasservögel handelt. Viktor gehen die Rabenvögel sichtlich auf die Nerven. Außerdem tauchen über ihnen gerade weitere Seeadler auf. Sie sind offenbar guter Laune, werfen einander spielerisch Beutestücke zu. Erste Winter überstanden. Im März steigen die Durchschnittstemperaturen schon auf mehr als 10 Grad. Das Eis zieht sich zurück und Viktor steht im ersten Frühling seines Lebens eine schicksalhafte Begegnung bevor. Er trifft auf einen alten, erfahrenen Adler, dem man nie zuvor im Revier begegnet ist. Hier ist er, eine majestätische Erscheinung. Ein Reisender, der offenbar zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt ist. Die meisten Seeadler sind reviertreu, aber es gibt hin und wieder Einzeltiere, die das Abenteuer lockt. Ob Viktor eines Tages auch zu diesen gehören wird? In den darauffolgenden 3 Jahren wächst unser Held zu einem imposanten Adler heran. Sein dunkles Federkleid wird hellbraun und die Stoßfedern weiß. Die messerscharfen Krallen und der leuchtend gelbe Schnabel zeigen an, dass er nun zu den Erwachsenen gehört. Darüber hinaus wird Viktor von Neugierde und Abenteuerlust geprägt. Er entflieht dem Kleinplattensee und den ständigen Revierkämpfen mit seinen Artgenossen und fliegt über die Alpen hinweg nach Norden. Nach 300 Kilometern machen ihm Hunger und Kälte schwer zu schaffen. Erschöpft und am Ende seiner Kräfte landet er auf einer kleinen Lichtung im österreichischen Waldviertel. Ein toter Hase hat dort seine Aufmerksamkeit erregt. Der Hunger scheint besiegt. Was Viktor zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt, das Fleisch ist vergiftet. Mit Carbofuran, einem in der EU verbotenen Insektenvernichtungsmittel. Eine tödliche Falle, ausgelegt von Menschen, die glauben, dass vierbeinige Raubtiere und Greifvögel vertilgt werden müssen. Dann wird Viktor übel. Er verliert das Bewusstsein. In der Veterinärmedizinischen Universität Wien kommt er wieder zu sich.
Unser männlicher Seeadlerpatient hat großes Glück gehabt. Er hat die Carbofuran-Vergiftung überlebt. Die meisten Vögel überleben diese Vergiftung nicht, weil schon sehr geringe Dosen für Vögel tödlich sind. Viktor ist in der Klinik von Alexandra Skope gut aufgehoben. Aber er hätte sich einsam gefühlt, wäre da nicht ein zweiter Patient. Genauer gesagt, eine Patientin. Zufällig haben wir gerade einen zweiten Seeadler in der Klinik, der ebenfalls eine Vergiftung hat. Allerdings hat er eine Bleivergiftung. Wir haben sehr häufig Vögel mit Bleivergiftungen an der Klinik. Das kommt auf zwei verschiedenen Wegen zustande. Einerseits werden die Vögel abgeschossen mit bleihaltigen Geschossen. Andererseits bekommen wir auch Vögel, die das Blei gefressen haben. Das sieht man dann im Röntgenbild. Und zwar kommt es eben von Resten aus der Jagd, wenn eben erlegte Tiere dann die Reste dieser Tiere im Wald liegen bleiben und von den Vögeln gefressen werden. In Österreich werden bei der Jagd pro Jahr 150 Tonnen Bleimunition verschossen. In anderen Ländern kommen längst Geschosse aus Weicheisen zum Einsatz, die für die Umwelt keine Belastung darstellen. Die Dame heißt Wendy. Viktor ist fasziniert. An eine Annäherung ist nicht zu denken. Aber dann kommt alles ganz anders. Als sich sein Gesundheitszustand bessert, wird Viktor nach Niederösterreich in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gebracht. Wie andere Pfleglinge auch, soll er hier auf seine Rückkehr in die Wildnis vorbereitet werden. Die jungen Habichtskäuze sind allerdings nicht auf Rehabilitation. Sie sind in menschlicher Obhut zur Welt gekommen. Sie sind Teil eines langjährigen Wiedereinbürgerungsprojekts, werden bald freigelassen und sollen in den Alpen wieder heimisch werden. An einem der nächsten sonnigen Tage öffnet sich auch für Viktor das Tor, das zurück in die Wildnis führt. Nun steht der langen Reise in den Norden nichts mehr im Wege. Er überquert Tschechien und Deutschland und erreicht die Küste von Norwegen. Westlich von Norwegen und nördlich des Polarkreises liegt die Inselgruppe der Lofoten. Eine lange Tour, selbst für einen Seeadler. Erschöpft lässt sich Viktor auf einem Felsen nieder und beginnt sich umzusehen. Was er sieht, gefällt ihm. Seeadlerland. Felsen, türkisblaues, klares Wasser. Und der Zauber des nordischen Sommers. Seine innere Uhr vermittelt ihm, dass es nun bald Nacht werden muss. Aber das tut es nicht. Im norwegischen Hochsommer wird auch die Nacht von der Sonne beherrscht. Sie taucht die Küste in gelbrotes Licht. Austernfischer nutzen die hellen Stunden, um nach Krebsen und Muscheln zu suchen. Schon um 3 Uhr früh steht die Sonne wieder hoch am Himmel. Der neue Tag beginnt, ohne dass sich der Alte hinreichend verabschiedet hätte. Und Viktor steckt voller Tatendrang. Wie seinerzeit am Kleinplattensee, als er noch ein Teenager war, macht sich der Adler auf, die Umgebung zu erkunden. Er entdeckt Henningswehr. Ein typisches historisches Fischerdorf, wie man sie an der norwegischen Küste häufig findet. Die jungen Möwen sind gerade dabei, das Fliegen zu erlernen,
was bei starkem Wind kein leichtes Unterfangen ist. Der schmale Schornstein ist schwer zu treffen. Ein zweiter Versuch. Na also. Sämtliche Dächer des Fischerdorfes gehören den Möwen. Und der Luftraum darüber ohnehin. Auch was die Lautstärke betrifft, sind sie unschlagbar. Hennings Wehr war jahrhundertelang ein Stützpunkt der Walfänger. Die verfallenen Häuser sind ein Indiz dafür, dass es sich beim Walfang um einen aussterbenden Wirtschaftszweig handelt. Heute hat man sich hier dem sanften Tourismus verschrieben. Weniger Autos, mehr Radfahrer. Und dann noch etwas ganz Besonderes. Seeadler-Safaris. Jeden Mittag startet ein Boot mit Touristen hinaus in die Fjorde, um nach den mächtigen Vögeln zu suchen und sie aus nächster Nähe zu bestaunen. Fröhliche Naturtouristen statt geplagter Walfänger. Wer hätte das gedacht? Viktor ist aufmerksam geworden. Er hat bemerkt, dass die Möwen gespannt aufs Meer hinausblicken und auf etwas zu warten scheinen. Ein schwimmendes Ding tuckert heran, auf dem sich seltsam gekleidete Zweibeiner drängen. Die erfahrenen Möwen wissen, was sie erwartet. Die Zweibeiner werfen aus irgendeinem seltsamen Grund tote Fische ins Meer. Was die Möwen nicht wissen, dass sie nur Statisten sind. Jetzt treffen die Hauptdarsteller ein. Die Seeadler von Henningswehr kennen das Spiel. Viktor traut seinen Augen nicht. Was für ein herrliches Land! Jeden Mittag Freifisch. Der Alltag eines Austernfischers spielt sich vorwiegend in der Gezeitenzone ab. Hier sucht er nach Muscheln, Borstenwürmern, Krebsen und Insekten. Die Anwesenheit des Adlers ist ihm unangenehm und er versucht, ihn zu vertreiben. Wie die Möwen, die das mit fortwährenden Scheinangriffen ebenfalls tun. Es ist für Viktor dennoch ein guter Tag. Die Reise nach Norden hat sich als Erfolg herausgestellt. Obwohl die lästigen Möwen anscheinend zu Hunderttausenden vom Himmel gefallen sind. Aber im Grunde ist es egal. Viel besser, sich hier oben im Norden mit Möwen herumschlagen zu müssen, als unten in Mitteleuropa bei jedem toten Hasen eine Vergiftung zu befürchten. Tag für Tag durchstreift der Adler nun die karge Inselwelt der Lofoten.
Manchmal trifft er auf bekannte Gesichter. Auf Kormorane zum Beispiel. So verfliegt die Zeit. Der freundliche nordische Sommer geht in einen zunehmend dunkler werdenden, feuchtkalten Herbst über. Die Sonne vermag die Wolken immer seltener zu durchdringen. Die Touristen sind längst heimgefahren. Vom Standpunkt der Seeadler ist Norwegen das gelobte Land. Hier leben mehr als 3500 Brutpaare, die größte Seeadlerpopulation Europas. Viktor zieht zurück in seine Heimat. In einem wochenlangen Flug kehrt er in das spätsommerliche Mitteleuropa zurück. Die Alpen, ein Forsthaus und ein sehr ruhig anmutender Wald. Zwischenlandung an einem naturbelassenen Flecken. Er sieht sich um. Ein Wald wie damals. Nicht sauber aufgeräumt, sondern märchenhaft. Umgefallene Bäume, Baumschwämme, moderndes Holz, Moospolster, glitzernde Tautropfen, eine dichte Krautschicht und Wind zum Licht hin sprießende junge Bäume. Kurzum, ein Naturwald. Ein artenreicher Laubmischwald wie dieser ist den Wildtieren selbstverständlich lieber als eine Fichtenmonokultur. Schon allein deswegen, weil es hier alte, morsche Bäume gibt, in denen Bruthöhlen zu finden sind. Die Habichtskäuze wissen das zu schätzen. Viktor kennt sie aus der Zeit, als er nach seiner Vergiftung in der Eulen- und Greifvogelstation zu Gast war. Seeadler und Habichtskäuze haben normalerweise keine Berührungspunkte. Die Käuze sind erst seit kurzem hier zu Hause. Mehr als 50 von ihnen sind bereits für das Leben in der Wildnis vorbereitet und in den Wald entlassen worden. Das ambitionierte Vorhaben wird vom Land Niederösterreich, vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und den österreichischen Bundesforsten unterstützt. Der Augenblick ist gekommen, sollte man zumindest annehmen. Tatsächlich dauert es oft Stunden, bis sich die Habichtskäuze endlich hinauswagen. Wenn es zu guter Letzt doch passiert, dann unspektakulär und in Sekundenschnelle. Der Habichtskauz verschwindet dorthin, wo sich Mitte des 20. Jahrhunderts seine Spur verloren hat. In lichte Totholzbestände. In abwechslungsreiche Wälder, die von Wiesen und Äckern durchbrochen werden. Der Habichtskauz ist ein Ausdruck der Artenvielfalt. Ein Platz für Habichtskäuze also, aber kein Platz für Seeadler. Die brauchen Ausblick und Luftraum und Wasser und nicht Wiese. Viktor hat das Gebiet verlassen, um 100 Kilometer weiter einen neuen Flecken zu erkunden. Das niederösterreichische Kamptal hat einem Seeadler einiges zu bieten. Einen Fluss, gute Aussichtspunkte und vermutlich genügend Fische und eine Menge von kräftigen Bäumen, auf denen man Horste bauen könnte. Das hat der Kamp seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ein Seeadler gleitet den Fluss entlang. So majestätisch, wie man es von einem Adler erwarten würde. Lautlos und eindrucksvoll.
Endlich zeigen sie sich, ganz vorsichtig, in einem ruhigen Abschnitt. Ein Schwarm Eitel. Für einen Seeadler gerade einmal ein paar Happen. Aber er nimmt, was er kriegen kann. Viktor ist hier zwar der größte der fliegenden Jäger, aber nicht der schönste. Zu den schönsten gehören die verschwenderisch gefärbte Blauflügelprachtlibelle und die rote Heidelibelle. Der Kampf ist in diesem Abschnitt nicht reguliert, was die Tierwelt begünstigt. Er schlängelt sich wild durch die Gegend, bildet wirbelnde Zonen und ruhige Buchten, lässt Wasserpflanzen gedeihen und schafft Inseln und Schwemmflächen. Mit einem Wort und in Anlehnung an den Wald der Habichtskreuze, ein Fluss wie damals. Viktor ist zufrieden. Da hört er aus weiter Ferne ein vertrautes Rufen. Die Inspektion ergibt, das Rufen kommt von diesem merkwürdigen Ort. Was soll das? Ein Alteisenlager? Ein Truppenübungsplatz? Und wer zum Adler ruft hier unaufhörlich? Mysteriös. Es hört sich nach einem anderen Seeadler an. Aber was hätte der ausgerechnet hier zu suchen? Nicht zu glauben. Es ist Wendy, die Dame aus der Tierklinik. Nichts wie hinterher. Dies könnte der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft sein. Keine Menschenseele weit und breit. Der Truppenübungsplatz Allensteig ist ein guter Boden für eine Seeadlerhochzeit. Auch wenn ab und zu die Erde erzittert. Den Seeadlern macht es ebenso wenig aus wie den anderen Wildtieren. Truppenübungsplätze sind bekanntermaßen für viele Tiere ein Rückzugsgebiet. Die Panzer kehren immer wieder das Unterste zu oberst und schaffen dadurch neue, interessante Geländestrukturen, auf denen sich vielfältige Pflanzengesellschaften niederlassen und in ihrem Gefolge eine Vielzahl von Tierarten. Abgesehen von ein paar Manövern pro Jahr ist es hier ungewöhnlich still. Zeit für den Hochzeitsflug. Dann zieht der Winter ein. Da sollte man sich als Maus keinesfalls auf eine offene Schneefläche wagen. Vor allem nicht, wenn Habichtskreuze in der Nähe sind. Die Tage werden länger, die Kälte lässt nach. Viktor ist topfit und voller Tatendrang. In wenigen Wochen wird er Vater eines jungen Adlers sein. Er weiß nicht, dass er und sein Horst unter Beobachtung stehen. Der verdeckte Ermittler ist ein ebenbürtiger Gegner, der Uhu. Bei einem unbeaufsichtigten Seeadlergelege oder bei Nestlingen würde er in Versuchung geraten. Nachts natürlich, wenn er gegenüber den Adlern im Vorteil ist. Wendy ist auf der Hut. Sie lässt das Gelege natürlich niemals ganz aus den Augen. 5 Wochen lang brüten die Seeadler ihre Eier aus. Die Aufzucht der Jungen wird 3 Monate in Anspruch nehmen. Nun kommt ihnen die Tatsache, dass sie auf einem Truppenübungsplatz leben, sehr entgegen. Denn Privatpersonen haben hier keinen Zutritt. Das bedeutet,
Keine johlenden Wanderer, keine Mountainbiker, keine losgelassenen Hunde und keine Giftfallen. Nur Stille. Im April ist es geschafft. Familie Seeadler hat Nachwuchs. Wie seinerzeit, als Viktor das Licht der Welt erblickte, steht ein Vogelkundler da. Mit Seil und Haken und mit ein paar Fußringen in der Tasche. In Österreich brüten jedes Jahr etwa 10 Seeadlerpaare. Ihre Jungvögel werden allesamt beringt. Dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein freundliches Lächeln zur Begrüßung. Die durch den WWF durchgeführte Kennzeichnung hat den Seeadlern in Österreich zu einem Aufschwung verholfen. Die genaue Aufzeichnung und Überwachung jedes einzelnen Tieres ermöglichen exakte Aussagen über Anzahl, Lebensraum und Zustand der Population. Die Babys haben einen Meldezettel. Von nun an halten sich die Vogelkundler zurück. Zwei Monate später sind die beiden Seeadler dabei, den elterlichen Horst zu verlassen. Von den jungen Uhus haben sie nichts zu befürchten. Und fischen werden sie auch noch lernen. Viktor hat seine Lebensaufgabe erfüllt. Und es ist gelungen, die Seeadler vor dem Verschwinden zu bewahren. Was für eine Schande wäre es gewesen, ausgerechnet jenes Tier aussterben zu lassen, das seit Jahrhunderten in so vielen Wappen zu finden ist, als Ausdruck von Kraft, Stolz und unvergleichlicher Eleganz.